Hallo auf meinem YouTube-Kanal im Küchengarten. Mein Name ist Katharina und ich begrüße all meine treuen Zuschauer und Abonnenten und auch all jene, die aufgrund des Garten-YouTuber-Adventkalenders heute zu mir gefunden haben. Hallo und ich freue mich, dass ihr da seid. Ich habe heute die große Ehre, dass ich das vierte Fenster, das vierte Türchen öffnen darf. Und jetzt beginnt es gerade ganz schrecklich zu regnen und ich glaube, ich muss flüchten. Jetzt habe ich mich schnell ins Haus geflüchtet. Wie ihr beim Vorspann zu diesem Video gesehen habt, hat es bei mir ja schon recht geschneit. Ich wollte euch aber trotzdem in meinem Küchengarten begrüßen. Jetzt hat mir das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es ist jetzt ein ordentlicher Schneesturm aufgekommen. Also bleibe ich lieber hier herin im Warmen, damit ich euch alles zu diesem vierten Türchen des Garten-YouTuber-Adventkalenders erzählen kann. Das ist ein ganz tolles Gemeinschaftsprojekt, welches der Garten-Gemüse-Kiosk und Max von der Gartenkanal vor jetzt schon 6 Jahren ins Leben gerufen haben. Es geht darum, dass man euch, unseren treuen Zuschauern, etwas zurückgibt, dass man Danke sagt für all die Likes, die ihr uns da lasst, für die lieben Kommentare, die ihr uns gebt und auch, dass man sich untereinander unter den Garten-YouTubern vernetzt, zusammenhält, etwas zusammen auf die Beine stellt in der Vorweihnachtszeit. Ich bin dieses Jahr das erste Mal mit dabei, freue mich riesig, bin etwas aufgeregt. Ich habe auch etwas Tolles vorbereitet, was sich heute hinter dieser vierten Tür des Adventkalenders verbirgt, was ich gerne an euch verlosen möchte. Vorher möchte ich euch aber darauf aufmerksam machen, dass es sich lohnt, alle anderen Türchen zu öffnen, also sich alle anderen Filme der verschiedenen YouTube-Kanäle anzuschauen. Eine Liste gibt es unten in meiner Videobeschreibung. Jeder dieser Kanäle verlost etwas, jeder hat einen tollen Beitrag. An den meisten Tagen gibt es einen Beitrag, an manchen sogar zwei. Mitmachen, anschauen, kommentieren, liken, bei den Verlosungen mitmachen lohnt sich unbedingt. Was gibt es bei mir zu gewinnen? Ich habe eigenes Saatgut genommen dieses Jahr aus meinem eigenen Garten. Und zwar habe ich hier die blaue Kugeldistel. Jene, die sich meine Videos regelmäßig anschauen, wissen, wie viel Wert ich auf die Unterstützung der Nützlinge und auf der Vogelwelt lege. Und Disteln sind eine ganz tolle Ergänzung für jeden Naturgarten, um die Tierwelt zu unterstützen. Und außerdem sind diese Kugeldisteln auch eine ganz tolle Schnittblume, die man in anderen Pflanzbouquets verwenden kann. Ich bin ein ganz großer Fan. Und dann habe ich auch noch eine spezielle Chili-Sorte. Das ist die Chili Chimayo oder Chimayo. Sie ist benannt nach einem Bergland nördlich von Santa Fe. Das ist eine New Mexican-Sorte. Die hat man bereits vor 400 Jahren extra für etwas kühlere Höhenlagen gezüchtet. Das heißt auch hier für unsere Lagen ist sie super geeignet. Und reift sehr schön ab. Die Einheimischen warten, bis die Schoten rot gereift sind und danach werden sie getrocknet und meist zu einem hochwertigen, mittelscharfen Chili-Pulver verarbeitet. Das ist also eine hochwertige, alte Sorte, die ich dieses Jahr zum ersten Mal in meinem Garten angebaut habe. Ich war begeistert, auch vom Geschmack, dem Aroma und der, was sie ausgegeben hat, also dem Ertrag. Jeder Gewinn bekommt diese zwei Saatguttütchen. Plus zusätzlich ein Schmankerl. Eines meiner anderen Hobbys ist das Knüpfen von Armbändern, Aromatherapie-Armbänder, die zusätzlich zu den wunderschön marmorierten Steinen auch noch echte Lavasteine enthalten. Dort kann man dann einen Tropfen von einem natürlichen ätherischen Öl draufgeben, dessen Duft man den ganzen Tag über dann am Handgelenk genießen kann. Was müsst ihr tun, an der Verlosung teilzunehmen? Gerne meinen YouTube-Kanal abonnieren und mir einen Kommentar unter diesem Video mit dem Hashtag Adventskalender hinterlassen. Die Verlosung ist bis zum 4. Januar 2022 geöffnet und am 5. Januar in meinem Mittwochsvideo, bei mir gibt es immer am Mittwoch ein neues Video, werde ich dann die Gewinner bekannt geben. Zu gewinnen gibt es also 8 Pakete, also 8 Leute von euch bekommen je ein Paket, welches einmal die blaue Kugeldistel, einmal die Chili Chimayo plus
ein selbstgeknüpftes ätherisches Armband. Jetzt möchte ich mit euch gemeinsam aber unbedingt auch noch etwas erledigen. Und zwar seht ihr hier hinter mir dieses neue Pflanzregal, das ich mir mit künstlichem Pflanzlicht aufgebaut habe. Ich habe immer zu wenig Platz für meine Zimmerpflanzen und jetzt im Winter, wenn draußen nicht viel zu tun ist, habe ich Zeit, mich darum zu kümmern. Und jetzt möchte ich euch gerne mitnehmen und euch zeigen, wie ich dieses Pflanzregal zusammengeschustert habe. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy Raum hier unten recht dunkel ist, werde ich hier mit künstlicher Beleuchtung arbeiten, damit meine Pflanzen das Licht bekommen, was sie zum Leben brauchen. Ich habe hier so günstige Pflanzenlichtstangen, nenne ich das jetzt mal. Die kann man hier verbinden und dann über einen Trafo in den Strom einstecken. Ist das denn hier? Das ist noch praktisch. Hier kann man ein Intervall einstellen, wie lange es leuchten soll, also 6 oder 12 Stunden, und danach schaltet es automatisch wieder ab und danach wieder ein. 3 Stunden gehen auch noch und auch die Intensität hat einen 3-Stufen-Regler. So, das Ganze mache ich jetzt ziemlich unkompliziert. Da wird so ein doppelseitiges Klebeband mitgeliefert. Mein Regal hat 1, 2, 3, 4 Etagen, deswegen 1, 2, 3, 4 so Stangen. Und natürlich wird weihnachtlich dekoriert. Hier habe ich mir selbst eine kleine Station zusammengeschustert, wo ich Stecklinge im Wasser anwurzeln lasse. Ich hatte diese tolle kleine Kiste mit 8 Fächern schon vorher. Dann habe ich mir einfach solche Trinkflöten gekauft, ein bisschen höhere und größere Reagenzglasverschnitte. Und hier drinnen habe ich jetzt meine Pflanzen, die ich bewurzeln lasse, um sie später einzusetzen. Das ist nicht nur funktional, sondern auch noch schön fürs Auge. Ich
Ich freue mich riesig, wie dieses Regal zusammengekommen ist und erfreue mich jeden Tag daran. Und ich hoffe, ihr auch, wenn ihr es im Hintergrund meiner Videos sehen könnt. Das war's für heute vom vierten Türchen des Garten-YouTuber Adventskalenders. Danke, dass ihr hier bei mir dabei wart. Ich bedanke mich für jeden Daumen rauf, für jedes neue Abo, das ich bekomme. Ich wünsche euch eine wunderschöne Adventzeit. Morgen einen schönen zweiten Adventssonntag und wir sehen uns wieder nächsten Mittwoch hier bei mir im Küchengarten. Bis dann!